So, da bin ich wieder, euer Chani mit LS19. Ich drücke jetzt einfach noch eine Folge rein. Ich habe mir jetzt mal überlegt, vielleicht nach der nächsten Aussaat auch mal Ballen zu machen. Beziehungsweise dann werden wir vielleicht... Ich habe einen Mod gesehen, da kann man... Das ist natürlich sehr aufwendig halt, ne? So Ballen zu packen auf so einem Wagen. Deswegen, ich habe einen Mod gesehen, das nennt sich Autoload. Kaufst du dir so einen großen Trailer und packst dann da halt, keine Ahnung, 20 Ballen drauf oder sowas und dann noch mehr. Oh, wie geil. Das passt doch. Hammer, da brauchen wir ja dort nur eine Bahn zu fahren. Geil. Ja, entweder sowas oder vielleicht sind hier auch irgendwo Rasenflächen, die uns schon gehören, die wir benutzen können. Ich glaube, da müssen wir eben auf die Karte gucken. Nee. Nur das hier und das, was hier so drum ist. Ja, sonst haben wir noch nichts gekauft, ne? Ja, BGR ist dann auch, mal gucken, was BGR kostet. Ups. 160.000, das geht eigentlich, ne? Viehhändler können sie nicht kaufen. Das ist auch heftig, 11.700.000. Aber das ist jetzt auf jeden Fall erstmal Ziel. Hier oben kannst du auch nichts kaufen. Nur die Felder halt, ne? 390.000. Da musst du dann aber auch irgendwie noch einen Spot haben, wo du dann WD Range kannst du auch nicht kaufen. Ne? Irgendwo noch einen Spot haben, wo du deine Maschinen dann ablagerst, ablädst. Das war ja immer dann eine Tankstelle. Ne? Das ist eine richtige Tankstelle. Ne, dann wird das wohl dafür zuständig sein sollen. Gut, da könnte man sich jetzt vielleicht sagen, okay, man, wenn, aber das ist, du kannst hier ja auch nichts kaufen. Sägewerk kannst du kaufen, da kannst du vielleicht noch einen Hof hinsetzen oder so. Hier ist ja auch genügend Rasenfläche. Du kannst hier wirklich nur die Felder kaufen, die Zwischenräume nicht. Das ist ein bisschen doof gemacht. Da bitte ich auch um Verbesserung. Ich muss mal gucken, ob man die Karte vielleicht auch in dem Menü. Da los. Ach so, hat eh noch was vergessen hier. Ja, hier die ganze Zeit macht er es, weißt du? Hier und da, also rechts und links. Aber hier hört er dann einfach auf damit. Das finde ich unlogisch. Das finde ich echt unlogisch. So. Ja, natürlich musste dann da aufhören. Das ist mir schon klar. Weil da jetzt was im Weg steht, aber ich habe da keinen Bock nochmal Auslaufzonen zu machen, weißt du? Fährt er jetzt mit dem Ausleger gegen den Baum? Nein, ne? So, was kann man denn noch machen? Wir müssen jetzt dann die Zeit schneller laufen lassen. Das ist ja schon ausgesät hier, ne? Ist er ja. Dann lassen wir jetzt die Zeit schneller laufen. Schon auf 120. Damit es hier vorangeht. Und die erste. Ach so. Der Raps ist ja schon was ausgedingst da hinten. Ja, dann haben wir vielleicht keine Zeit. Oder vielleicht kriegen wir das noch hin. Dann müssen wir mal gucken. Reifestufe. Ah, verdammt. Ja gut, dann sehen wir den Raps ab. Gehen, fahren hier mit der Hardy drüber, weil die ist noch nicht ganz ausgedingst. Genau, das machen wir nämlich jetzt. Das ist der Hardy. Hardy. Muss man auch auffüllen. Ich weiß nicht, wie wir das machen, ob das so ausreicht. Und da so gegenfahren. Ja. Hätten wir eigentlich parallel machen können, ne? Warum sagt denn keiner was? Ich bin schon wieder nicht auf die Zeit. Wir hätten ja schneller laufen lassen. Ne, dann war das 10er. Nein.
Moment, Stefan. Stefan ist mein Helfer und mein bester Freund. So, jetzt kommen wir natürlich nicht über den Graben. Er kann ja mal eben richtig hochfahren, das ist halt auch nicht so schlimm. Dann ziehen wir gleich einen Drescher hinterher, wenn der hier automatisiert wird. Warum habe ich den nicht ganz voll gemacht? Okay. Hinterher, dann macht er, kümmert er sich schon mal um den Raps. Dann ziehen wir noch den Abtanker hinterher. Muss das eigentlich hinhauen? Wie breit? Was hat der denn jetzt hier? Hier glaube ich 40 Meter. Breite, ich weiß nicht genau. Muss man gleich mal gucken. Ich habe es tatsächlich mal ausprobiert. Da war mein Sohn noch hier. Und der sagt so: Papa, guck doch mal, da kann man auch mit dem Auto unten durchfahren. Ich sag so: Ja. Ausprobieren. Und dann sind wir tatsächlich über die Autos gefahren, ja. Sehr, sehr witzig. Dein Mann kommt immer auf Ideen. Kinder halt, ne? Klappt der noch weiter auf, oder? Nee, ne? Ich glaube, der hat 50 Meter gehabt, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Da brauche ich nur so noch mal ein bisschen weiter ausrollen hier. Ein bisschen zurück. Geiler Sound. Ah, das müsste eigentlich ausreichen. Gut, ein bisschen bleibt über, ne? So ein kleiner Streifen. So. Dann haben wir das. Drescher. Ist das die richtige Richtung? Ach, ne. Wir brauchen ja nur einen. Auf der Seite jedenfalls. Das hat geklappt. Okay. Dann fahren wir mich auch gleich hier an der richtigen Stelle raus. Und wie mir gesagt wurde, der Sachsen-Let's Player, der benutzt auch kein Lenkrad. Also kann ich jetzt auch ohne Lenkrad spielen. Mit gutem Gewissen hier. Aber ich werde, ich habe mir jetzt vor dem Bett mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Wir werden diese Nacht gut geschlafen. Weil nicht, auch nicht wirklich viel. Da schon sehr viel über das Lenkrad machen kann. Nur was mich jetzt persönlich ein bisschen stört, ich muss immer das Lenkrad einrichten. Ich hätte am liebsten einen festen Platz, wo das Lenkrad steht. Wo ich mich einfach nur umdrehen brauche und dann kann ich quasi mit dem Lenkrad fahren. So. Jetzt machen wir das hier auch noch platt. Zerstör uns an, ne, Leute. Nicht vergessen. Hier geht's nicht, da geht's auch. So. Ja, das ist immer schon so ein bisschen Automatismus. So ein bisschen. So langsam kommt's. So. Gucken wir mal, ob wir das hier wegschneiden können. Ups. Ja, das ist so viel zu Automatismus. Ja, ich weiß. Genau, dann ist das nicht weg. Raps kann man da Schwarz ablegen? Weiß ich gar nicht. Muss ich mal ausprobieren. Schwarz finde ich auch nicht. Okay. Wäre natürlich schön gewesen, aber ich habe Schwarz.
Stroh gehabt für irgendwelche Tiere oder so. Ich fahre jetzt mal ein bisschen über die Frucht hinaus, dass wir alles auch wegkriegen. So, dann holen wir jetzt den Petter Wilders Mac. Warum hat der Kollege jetzt aufgehört hier? War ihm das zu schmal oder was? Mir den Timer schon zurechtgelegt. Wisst ihr? Ich mache jetzt nochmal 10 Minuten drauf. Und habe ihn trotzdem nicht benutzt. Scheiße ist das denn? So, ich schenke euch sogar noch eine Minute. Den wollte ich, genau. Da würde ja wahrscheinlich auch einer für das Feld reichen, deswegen war ich jetzt auch mit einem. Den jetzt getroffen, ey. Warum soll ich denn jetzt mit zwei losfahren, wenn die anderen auch noch gar nicht fertig ist? Die könnten wir dann auch gleich dünnen, wenn er da hinten fertig ist. Ja, ich weiß, es sieht cooler aus, aber. Nein, machen wir nicht. Ausmusiert ist ja auch gar nicht. So nicht und auch so nicht. So nicht. Wenn man natürlich als YouTuber noch selber entscheiden könnte, Quatsch, als Zuschauer noch selber entscheiden könnte, welche. Achso, okay. Welche Perspektive ich denn. Was ist das, mein Feldchen? Nee, nein. Welche Perspektive ich denn nehmen möchte, das wäre natürlich richtig geil, oder? Das finde ich ja sogar geil. Oha, der geht aber hier ab wie eine Schwanzkatze. So, was haben wir denn da schon drin? Ups, 55%. Oha. Eigentlich darf der gar nicht 30 fahren. Das ist 100%. Also ich vermute mal, dass das am Schneidwerk liegt. Weil das Schneidwerk das zulässt. Oder dass dem Prescher einfach sagen, ja, du kannst ruhig 30 fahren. Sollte es eigentlich immer sein. So. Ne? Gucken wir nochmal, was die Spritze da macht. Fährt er jetzt aus oder bleibt er abrupt stehen? Wenn ich... Ja, er bleibt abrupt stehen. Ne? Der ist ja auch schon am Machen, das ist gut. Und den letzten Streifen schafft er natürlich nicht alleine, das muss man dann wieder helfen. Ach, guck mal, hinten an den Rädern ist auch noch. Wie geil ist das denn? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Oh. Ich glaube, heute Abend mache ich nichts mehr, wenn ich dann von der Arbeit komme. Oha, das war zu früh. Ich mache das selber. So. Bin da ja nicht so, ne? Jetzt kann man es mit Helfer machen.
Marken hat auch schon lange genug gelassen. Ja. So ist das. Ja, das ist dann auch fertig. Weitere Videos. Ich mache das mal eben nebenbei hier. Ich hoffe, das stört euch nicht. Weil mein Dings vorhin abgebrochen ist. Mein Upload. Ich bin gleich sofort wieder für euch da. Ich mache das nur jetzt mal eben schnell ein Video hoch. Dass ich, keine Ahnung, ob ich das auch klar. 16. Erstellt. Was ist da gegen Baum gefahren? Hallo? Stelle ich für die paar Meter noch einen Helfer ein. Na gut. Dann kann man die Kiste wieder zusammenklappen hier. Und uns um das nächste Feld kümmern. Sagt der Ideal. Auch wieder 50. Na, die Bahn muss er jetzt noch fahren, sonst kann er nicht. So würde ja reichen. Einfach mal stoppen. So, mal gucken, ob er jetzt, wenn ich ihn jetzt so, wie ich ihn jetzt drin habe, ob er so weiterfährt und dann auch so bleibt. Ja, geil, oder? Viel weiter brauche ich ja nicht zusammenklappen. Ich fahre ja jetzt hier auf dem Feld, von daher ist es ja egal. Und wenn ich dann bei unserem Feld bin, dann muss ich schon auf den Mac rüber switchen. Das reicht noch nicht mal. Naja, wenn er so schnell wird, das ist kein Wunder, ne? Ja, das ist jetzt fast schon das halbe Feld, ne? Dann könnt ihr das ganz gut hinhauen. Ich werde ihn jetzt erstmal hier aufklappen und dann schon mal ein bisschen einfahren, soweit ich ihn brauche. Wir müssen weg. Genau. Die fressen nur die Saat. Denken mal viele, ne? Aber es kann natürlich auch sein, dass sie vielleicht die Würmer picken oder was. Oder Unkraut, irgendwas. Also jetzt, was wollte ich denn sagen? Hier steht doch noch ein Trecker auf dem Feld. Brauchen wir mich hier gar nicht. Zuklappen, wegfahren. Dass sie vielleicht einfach irgendwelche Käfer fressen, die oder Raub oder was. Das kann natürlich auch sein, ne? Also sind die Vögel eigentlich gar nicht so schlecht. Es sei denn, sie fressen Regenwürmer, dann ist natürlich doof. Weil die Regenwürmer, die brauchen wir ja, ne? Wisst ihr ja. So, Kalk können wir auch wieder auffüllen.
steht dann bestimmt hier oben auf dem Hänger eine Bohle mit der Schaufel und schüttet das alles. Nein, wir wollen ja nicht diskriminierend wirken. So, jetzt können wir die Zeit nochmal schnell auflaufen lassen hier, damit das Feld jetzt schnell hier sich aussät noch. Bitte, schnell, bitte, bitte, bitte. Na toll. Ja, warum hört er jetzt da auf? Da ist doch noch, das Feld ist doch noch nicht zu Ende. So. Kann man doch ruhig so machen, oder? Leute. Wir sind doch hier nicht bei Pfennigfuchser Klaus oder so. Sagen, wir machen das so, dass es klappt. Dann machen wir es nicht so. So muss es hinhauen, ne? Oder? Ja. So, wie ihr hört, unsere Zeit ist um. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss, euer Chani. Bis dann.